Gibt es bald 7 Parteien im Parlament? Eine heute Politumfrage von Unique Research zeigt Interessantes auf. Die FPÖ könnte mit 30% die Wahl haushoch gewinnen, obwohl sie 2 Prozentpunkte nachgab. Das heißt, dass eine Zweierkoalition in Österreich nur mit Herbert Kickl und seiner Partei möglich wäre. Oha! Was auch noch interessant ist, aufgrund der Schwankungsbreite von 3,5% ist nicht mal eine Koalition von 3 Parteien abgesichert. Der Kampf um den 2. Platz scheint auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein. Denn sowohl die ÖVP als auch die SPÖ würden sich mit jeweils 21% die Silbermedaille teilen. Schlechter sieht es für die Grünen aus, denn die werden für die Arbeit in der Regierung nicht belohnt. Sie verlieren fast 6 Prozentpunkte im Vergleich zur Nationalratswahl 2019. Somit sind sie gleichauf mit den Neos, welche weder Verluste noch Gewinne machen konnten. Mit 5% für die KPÖ und 7% für die Bierpartei wäre für beide Parteien ein Einzug ins Parlament gewiss. Das heißt, dass zum derzeitigen Standpunkt 7 Parteien den Nationalrat besetzen würden. Das würde die Regierungsbildung deutlich schwerer machen. Doch noch ist bis zum Herbst Zeit und da kann sich noch vieles ändern. Was denkst du? Wie wird die Regierung nach den Wahlen aussehen? Schreib's in die Kommentare.